Nun Laurinz Pöttinger von der ÖVP als Erstredner zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen, wurde unterzeichnet von 169.000 Menschen, allein in Wien fast 50.000 Menschen, und das sind 2,66% in Summe der Stimmberechtigten. Und vor rund 15 Jahren wurde ich erstmals mit dem Ansinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens in einer Diskussion mit SPÖ-Funktionären konfrontiert. Auslöser war damals die Veränderung der Arbeitswelt und die Angst vor hoher Arbeitslosigkeit durch die rasch fortschreitende Automatisierung in den Betrieben. Die Angst war völlig unbegründet, wie wir anhand der Entwicklung am Arbeitsmarkt heute sehen. Das Gegenteil ist der Fall. Händeringend suchen wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in fast allen Bereichen. Ob in Produktionsbetrieben, in Dienstleistungsbetrieben, im Tourismus, in der Gastronomie, in der Pflege oder im medizinischen Bereich. Oder. Die Liste könnte man hier lang fortsetzen. Jetzt frage ich mich, welche Auswirkung hätte ein bedingungsloses Grundeinkommen auf den Arbeitsmarkt? Aus meiner Sicht würde es die Not am Arbeitsmarkt erheblich vergrößern. Und wie wäre eine Finanzierung möglich dieses Grundeinkommens? Auch hier muss man sagen, aus meiner Sicht unmöglich, und das sehen Gott sei Dank auch sehr viele Expertinnen und Experten so. Zum Beispiel bei 1.000 Euro monatlich wären Zusatzausgaben pro Jahr 108 Milliarden Euro die Folge. Ich bin sehr froh, dass die Expertinnen und Experten beim Hearing dies sehr ähnlich gesehen haben, und ich finde, es ist absolut unfinanzierbar und völlig kontraproduktiv und auch standortgefährdend im internationalen Vergleich. Gott sei Dank teilten auch die Kolleginnen und Kollegen im Sozialausschuss des Nationalrates fraktionsübergreifend diese Ansicht, und der Staat kann nur Gelder verteilen, die er aufgrund von Einnahmen zur Verfügung hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in unserem Land sich massive Steuererhöhungen wünschen würde. Wir sollten die fleißigen Menschen in unserem Staat nicht belasten, sondern entlasten. Arbeiten zu können und zu dürfen ist sinnstiftend, existenzsichernd und wichtig für die soziale Integration sowie oft eine Bereicherung für das gesellschaftliche Miteinander. Entgegen dem Ansinnen, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, würde ich folgende Maßnahmen vorschlagen. All jene, die im Pensionsalter noch einen Beitrag leisten können und wollen, sollten wir entlasten. All jene, die mehr leisten wollen und können, sollten wir im Bereich der Überstunden entlasten. Und wir sollten all jene motivieren, die Teilzeitarbeiten auf Vollzeit umzustellen oder Stunden aufzustocken, wenn es mit ihren anderen Aufgaben im Leben vereinbar und die Möglichkeit im Betrieb gegeben ist. Und wir sollten außerdem all jene motivieren, die momentan arbeitslos sind, die hohe Anzahl an offenen Stellen zu nützen. Die Rückkehr in den Arbeitsmarkt ist auch ein Beitrag für unsere Gemeinschaft. Arbeit ist sinnstiftend und Leistung muss und darf sich lohnen. All jene, die dieses Volksbegehren unterzeichnet haben, würde ich bitten, ihre Haltung noch einmal zu überdenken. Österreich ist ein gut ausgebauter Sozialstaat.
Lorenz Pöttinger, ein Schmiedemeister aus Christkirchen in Oberösterreich, sieht das Thema bedingungsloses Grundeinkommen aus Arbeitgebersicht.